Grüezi, Servus und Hallo, hier ist der Peter und heute möchte ich mal über die Mercedes S-Klasse sprechen. Und zwar nicht über irgendeine S-Klasse, sondern über den Mercedes W220. Den habe ich schon in ganz viele Ausprägungen gefahren und da glaube ich, kann ich auch ein bisschen was über den Alltag des Fahrzeugs erzählen, welche Kleinigkeiten auf einen zukommen, wie man die löst und was das dann kostet. Das ist übrigens ein super interessantes Buch, die ganze Technik des Fahrzeuges transparent darstellt und als jemand, der so ein Fahrzeug dauerhaft nutzt, lernt man das auch ganz gut kennen, die Technik. Fangen wir mal an. Wie der ein oder andere wahrscheinlich weiß, ich bin mit dem Fahrzeug ganz viel unterwegs. Da kommen in 4 Wochen mal locker 1000 Kilometer zusammen und vor kurzem hatte ich auf der Autobahn ein Metallgegenstand, kein Nagel, ein bisschen größer im Reifen drin und diese Reifen, das waren Winterreifen, gebrauchte, aber mit gutem Profil, auf der Standard-Alufelge für 100 Euro gebraucht gekauft, war ich ganz zufrieden, aber als dann natürlich dieses Loch und dieses nicht reparierbare Loch, das heißt, eigentlich könnte man das Loch ganz gut reparieren, ähnlich wie beim LKW, aber es war innen dann schon beschädigt, der Reifen muss man den entsorgen und da habe ich 4 neue oder sagen wir mal besser 4 unbenutzte gekauft. Die haben mich nur 240 Euro inkl. Versand gekostet, auch von einem Händler. Aber die waren schon ein paar Jahre alt, also von 2020. Das stört mich aber überhaupt nicht. Unbenutzte Reifen für 200 von der S-Klasse in der Dimension 225 finde ich sehr, sehr nice und bin sehr zufrieden. Ein kleines Problem hat es aber gegeben. Ich habe irgendwann mal das Auto angeguckt nach 2 Wochen, habe festgestellt, dass hinten bei der Beifahrerseite der Reifen so ein bisschen platt ist. Da bin ich zur Tankstelle, habe ich Luft reingetan und siehe da, der hatte nur 1,4 Atü und alle anderen waren auf 2,8. Gut, habe ich den auch auf 2,8 hochgeblasen. Woche später habe ich nochmal kontrolliert, waren wieder bei 1,4. Dann bin ich mal davon ausgegangen, dass es vielleicht am Ventil liegt, weil ja die Reifen doch recht neu sind. Also sind nicht neu, aber halt unbenutzt. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass eventuell schlecht aufgezogen oder ein bisschen undicht sind, aber mit so viel Atü und Druck, die drauf sind, eher unwahrscheinlich und das mit dem Ventil kommt sehr oft vor. Dann kannst du so wie so eine Art Öl nehmen, das machst du ums Ventil rum und aufs Ventil drauf und siehe da kamen kleine Bläschen raus, also war es das Ventil und man hat auch gesehen, die haben ja kein neues Ventil verbaut, sondern haben ein altes, was halt leicht undicht war. Also hat man den Reifen runtergezogen, hat ein neues Ventil reingemacht, eigentlich kostet so ein Ventil 1,50. Ich habe dann mit Montage im Ganzen bezahlt 10 Euro, toi toi toi, jetzt hält die Luft. Das ist halt sowas, was passieren kann. Ich habe euch die Lösung gesagt und was es gekostet hat. Was übrigens super nice war, als ich diese Reifen gekauft habe, habe ich die am Sonntagabend online bezahlt und am Dienstag waren die dann auch schon hier und konnten dann fix auf das Auto montiert werden. Also das war wirklich günstig und gut. Und jetzt habe ich im Ganzen 340 Euro bezahlt, habe 4 neue Reifen und diese 4 Felgen und 10 Euro kommen noch dazu mit dem Ventilaustausch. Das war Problematik Nummer 1. Mit der Luft. Jetzt kommt die Problematik Nummer 2. Und zwar, das Fahrzeug hat in der Schweiz auf einmal nicht mehr geschlossen. Die Türen gingen nicht mehr auf. Dann bin ich über den, wie bin ich denn dann rein? Dann habe ich so eine kleine Kapsel weggemacht an der Tür, konnte die dann aufmachen und habe dann alle Türen einzeln aufgemacht, aber ich konnte nicht mehr abschließen. Ich war jetzt halt im Zeitdruck, aber ich musste doch irgendwie gucken, dass ich weiterkomme. Dann bin ich gefahren, habe halt das Auto nicht abgeschlossen, ich musste mich vom Auto nicht entfernen. Da dachte man, komm, in Österreich kannst du jetzt tanken, da ist ja das Diesel recht günstig. Ich hätte es eventuell auch noch weiter zu meinem Ziel geschafft, ohne zu tanken, aber du weißt ja nie genau, was ist und was kommt. Und dadurch, dass die Zentralverriegelung nicht ging, konnte man auch den Tankdeckel nicht öffnen, weil der natürlich an die Zentralverriegelung gekoppelt ist. Dann habe ich von diesem Schlüssel das kleine Bartteil rausgenommen, habe damit den Kofferraumdeckel geöffnet und wo das Ersatzrad ist, ist ein Pannenset. In dem Pannenset war tatsächlich eine Beschreibung der Sicherung. Das Auto hat 3 verschiedene Platzierungen, wo die Sicherungen sind. Das hat es irgendwo hinten, ich glaube in der Nähe von der Batterie, das hat es irgendwo vorne im Motorraum, wo es eigentlich üblich ist und das hat es unter der Rücksitzbank. Die habe ich erst aufgemacht, das ist aber ein Fehler, sondern da ist unten so ein Licht am Fußraum und da kann man das dann aufmachen und da sieht man dann die Sicherungen. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war irgendwas mit 62 oder 63 und es war die Sicherung für die Zentralverriegelung. Die hat es tatsächlich geschossen und eine Ersatzsicherung war eben hinten auf dem Ersatzrad in dem Pannenset. Die habe ich ausgetauscht, das Auto hat wieder auf und zugesperrt. Und der Tankdeckel ging auch, ich konnte voll tanken. Das war so die 2. kleine Panne, die ich hatte, die man recht günstig beheben konnte.
wenn wir schon bei dem Thema recht günstig sind. Ich war dann später bei so einem Autozubehör, habe gefragt, ob er so Sicherungen hat. Da musste er mich erstmal ein bisschen blöd anlabern, weil es so viele verschiedene Sicherungen gibt, ob ich die nicht dabei habe, bla bla. Aber man konnte sich mit deutscher Sprache doch verständigen, was ich meine. Und dann hat er je Sicherung 2 Euro abgeknüpft, war recht viel, aber ich habe tatsächlich 2 Stück gekauft, habe dann aber später bei eBay nochmal ein Konvolut von 9 Sicherungen gekauft, wo die auch dabei sind mit 400 Stück für 9,95 Euro inklusive Versand. Also macht es immer mehr Sinn, man kauft sich so, und noch viel mehr Sinn macht es natürlich, man hat wirklich an Bord immer so die nötigen Sicherungen dabei, weil sonst hast du echt ein Problem und dann kann es ja teuer werden. Toi, 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 alles geklappt, ich konnte mir selber helfen, und jetzt haben wir noch die kleine Panne Nummer 3, was mir passiert ist die letzten Wochen. Auch davon möchte ich euch erzählen, was der ganze Spaß gekostet hat. Das ist aber wirklich ein Pipifax. Ich gucke in die Mitte, wo der Bordcomputer ist, zwischen dem Tacho, und er zeigt es mir an, dass die Schlussleuchte hinten links, dass die defekt ist. Ich gehe nach hinten und sehe, dass es rechts und links leuchtet. Denke mir, da ist doch gar nichts defekt. Dann gucke ich genauer hin. Dann sehe ich, dass normalerweise links 2 Lichter sind und rechts 2 Lichter. Und da ging das Äußere nicht. Ganz easy, du machst den Kofferraumdeckel auf, schraubst das raus, hast ja gesehen, dass das dunkel ist, ist super easy, und hast das Birnchen praktisch in der Hand mit Fassung, aber es gab natürlich kein Ersatzbirnchen im Fahrzeug. Bin ich zur Tankstelle hin, Tankstelle hat tatsächlich Birnchen gehabt, und dann konnte ich 2 Birnen kaufen für 2,45 Euro. Das fand ich super schön, einen fairen Preis, habe ich gemacht, habe ich eingesetzt, reingedreht, hat funktioniert. Die Fehlermeldung war auch weg, und das zweite Birnchen habe ich zum Ersatzrad dazugelegt. Wer weiß, vielleicht braucht man es mal. Ich fand den Preis auch recht fair. Tja, da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgeführt, wenn man mit so einem Fahrzeug sehr viel Kilometer fährt, was alles so passieren kann. Ich finde es super nice, dass man sich selber helfen kann, dass man das Fahrzeug so besser kennenlernt, dass die Kosten super minimal sind, und auch das Fahrzeug hat ja so gut wie nichts gekostet, ist auch fast nichts mehr wert, weil eben in Deutschland das Dieselfahrverbot in den Innenstädten ist. Aber ich finde es auf Langstrecke super genial, weil du hast hier einen Verbrauch von 6,8 bis 8 Liter, wenn du den moderat bewegen tust, weil er kaum über die 1000 Umdrehungen kommt. Das ist dieser drehmomentsstarke Dieselmotor. Du hast nicht nur ein sparsames Fahrzeug, sondern du hast natürlich auch den S-Klasse typischen Komfort- und Sicherheitsfeatures. Das heißt, du kannst wirklich ein paar hundert Kilometer runterspulen, ohne dass du irgendwie angestrengt bist. Sehr, sehr, sehr angenehme Reiselimousine. Und in meinen Augen ist es auch die wahre Nachhaltigkeit, nicht nur für deinen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt und mit den Ressourcen, wenn man eben mit so einer etwas betagteren Luxuslimousine auf Reisen geht, wie immer nur alles neu, neu, neu kaufen. Und bei dem, wie man sieht, kann man ja auch leicht und günstig alles reparieren. Ein kleines Ding haben wir noch an der Seite. Ein Freund von mir, der in Österreich arbeitet, der hat einen BMW E46, also ein Dreier, auch ein sehr schöner, den hat er, glaube ich, für 700 Euro gekauft. Wahnsinn. Und er sagt, wie schön eigentlich Deutschland ist und die Straßen. Da sage ich, naja, aber die Schlaglöcher werden halt auch nicht besser in Deutschland. Und wie wir es gesagt haben, fährt er durch sein Schlagloch durch. Und dann ist ihm tatsächlich der Stoßdämpfer durch. Es hat einen riesen Schlag getan. Wir sind rechts ran, haben geguckt, haben nichts gefunden. Er fährt noch ein bisschen weiter, hat einen Platzer gemacht und hat einen Teil vom Stoßdämpfer sein Rad komplett aufgeschlitzt. Und deswegen hat er so einen Platzer getan. Gott sei Dank konnte er dann das Ersatzrad, war ein Notrad montieren, hat auch das richtige Werkzeug dabei gehabt. Wir sind erst an die Seite gefahren, da habe ich gesagt, du musst aber aus der Wiese raus, das war nass und matschig, weil da greift der Wagenheber nicht. Sollst auf die Straße fahren, und da habe ich halt das Wanddreieck aufgebaut, und dann ist auch gerade ein junger Landwirt gekommen mit seinem Trecker, hat sich so 10 Meter hinter das Auto gestellt und hat seine komplette Beleuchtung angemacht, einmal nach vorne für uns und einmal nach hinten an den Verkehr, so waren wir sehr geschützt. Das Notrad hat dann auch nicht mehr geschliffen an dem runtergebrochenen Teller von dem Stoßfänger. Er wird von der Gemeinde wohl nichts bekommen wegen dem Schlagloch. Also die Illusion habe ich ihm genommen. Und ich würde ihm auch empfehlen, dass er 2, wenn nicht besser sogar 4 neue Winterreifen drauf macht. Das ist jetzt gerade in der Werkstatt. Das Auto, toi, 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 hat es geklappt. Aber ihr seht, was alles passieren kann. Aber egal welche Lage, bisher konnten wir uns immer selber helfen. Ich hoffe, ich habe auch mal ein bisschen so abgedatet und habe für so Liebhaber von Mercedes S-Klasse, speziell der W220 Baugruppe, so ein bisschen Infos aus dem Alltag gegeben. Wir sehen uns bald wieder mit einem spannenden Video. Ich bin voll draußen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage euch bald Ade.